Massentourismus, überfüllte Strände und wilde Partys? Nein, Phuket hat mehr zu bieten. Paradiesische Buchten, ruhige verlassene Strände, Kultur, Natur und eine wunderschöne Altstadt. Phuket ist die größte Insel Thailands und vielleicht auch die touristischste. Aber hier ist für jeden was dabei, egal ob Familie, als Pärchen oder Backpacker. Willkommen auf Phuket. Also egal, wo du auf Phuket hier die Küste entlang fährst, die Aussichten sind unglaublich. Wir stehen jetzt hier an einem Spot, hier ist der Bär los. Wir wissen gar nicht, welche Bucht es unten ist, aber... Wir markieren dir das mal auf Google Maps. Und das Wasser, so türkis, also richtig, richtig schön. Deswegen, also die schönste Art, wirklich diese Insel zu erkunden, ist mit dem Roller, weil du kannst anhalten, wo du willst, du kannst die Aussicht genießen, wo du willst und du kannst hinfahren, wo du willst. Kannst du ein bisschen tingeln, ne, von und Bucht zu Bucht. Und das macht richtig Spaß. Ja, also wir sind jetzt fünf Minuten losgefahren, es ist direkt der Hammer. Also wenn man weiter in den Norden auf der Insel fährt, dann findet man sogar verlassene Strände. Wir sind selber überrascht. Es ist wirklich gar nichts los hier. Also wenn du nach Ruhe suchst, findest du die auch auf Phuket. Das zeigt für mich auch, dass Phuket nicht nur Party und überfüllte Strände ist, sondern dass man hier auch einfach verlassene, naturbelassene, wunderschöne Strände mit türkisem Wasser und unglaublich schönem hellem Sand finden kann. Willkommen am Banana Beach. Ich glaube, ich brauche nicht viel sagen. Zieh dir jetzt einfach die Bilder rein. Gar nicht lange rumschnacken, ab ins Wasser. Das sieht unglaublich nice aus. Boah. Ich freue mich. Ich freue mich auch und die Sonne knallt auch übel. Richtige Erfrischung. Ist echt schön. Das Wasser sieht unnormal gut aus. Oh, und genau so fühlt es sich auch an. Es ist so angenehm. Leicht kühl, blitzeblank, also ich glaube, das brauchen wir gar nicht erzählen, das sieht man in den Bildern. Also das ist für mich mit einer der schönsten Strände, die ich in Thailand überhaupt gesehen habe. Also ich wundere mich halt auch, wir haben halt selber auch recherchiert und dieser Strand wurde halt sehr häufig genannt. Trotzdem ist der eigentlich gar nicht so mega voll und mega touristisch, also es ist super angenehm. Ich kann hier nichts Schlechtes sagen und hier gibt es auch ein bisschen Angebot, hier sind zwei so kleine Lädchen. Also wenn du auf Phuket bist, dieser Strand, absolute Pflichtveranstaltung. Es ist wirklich schön hier, es ist nicht überlaufen. Ein Strand, der auch wirklich schön sein soll, ist der Freedom Beach, was uns gerade ein bisschen überrascht ist, dass der so schwer zugänglich ist. Ich hoffe, der Strand ist es wert. Dich nehmen wir mit. Sauber, also wirklich. Und ja, ich nehme dich jetzt nochmal mit. Oh mein Gott, das Wasser ist wirklich glasklar, heftig. Ja, hier ist ein bisschen mehr los als zum Beispiel am Banana Beach, aber es ist immer noch nicht voll oder viel. Super entspannt und das Schöne daran ist, man kriegt hier einen Maiskolben angeboten, ein Bierchen, Wasser, was auch immer deine Seele begehrt, du bekommst hier alles. Und du kannst dir hier eine richtig schöne Zeit machen, weil die Bucht, das Wasser, der Strand ist wirklich wunderschön. Also ich glaube, die meisten Leute, die jetzt gerade hier sind, sind mit so einem Longtailboot von Patong oder von irgendeiner anderen Bucht hier rübergefahren. Die wenigsten sind den Weg runtergekraxelt, so wie wir. Aber ich finde, dafür haben wir uns jetzt die Abkühlung ja auch verdient. Es gibt zahlreiche weitere schöne Buchten auf Phuket. An einigen Strandabschnitten, wie zum Beispiel am Bang Tao Beach, erwartet dich viel Angebot. Von Strandbars inklusive Liegen, Jetski fahren, Massagen und mehr. Was bei deinem Phuket-Aufenthalt auf keinen Fall fehlen darf, ist der Big Buddha. Die Kulisse ist unglaublich. Die Aussicht hier ist unglaublich und ich empfehle wirklich jedem,
komm früh morgens, es ist sehr ruhig. Es wird jetzt natürlich immer voller, aber als wir hier heute Morgen um 7:30 da waren, waren kaum Leute hier. Es ist angenehm kühl, die Sonne steht perfekt, es ist einfach nur wunderschön. Also ist schon extrem beeindruckend, du stehst hier unten die ganze Zeit und fühlst dich so, als würde diese riesige Statue dich die ganze Zeit beäugeln und gucken, was du machst. Sehr imposant. Der Eintritt ist frei. Das ist natürlich richtig nice. Das ganze Ding hier ist finanziert mit Spenden. Der Eintritt ist zwar frei, aber ihr dürft gerne ein bisschen was dabei tun, damit ihr die ganze Anlage hier pflegen und den Buddha auch noch weiter ausbauen, weil hier ist immer noch ein bisschen Baustelle. Also was du auch auf keinen Fall verpassen darfst, ist ein Tagestrip nach Phuket Old Town. Also ich bin mega überrascht. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Diese Gegend hier gefällt uns einfach extrem gut. Ja, mega süße Läden, kleine Cafés und irgendwie ist alles so ein bisschen, ja, auch schön gemacht. Bisschen also, Instagrammable. Bisschen fancy und ja, ist auf jeden Fall cool hier, sehr fotogen. Und auch sehr authentisch, also auch da bin ich überrascht, es ist einfach sehr urig. Und was man natürlich hier auch machen kann, man kann auch 2-3 Tage hier im Old Town bleiben, also man kann sich auch hier eine Unterkunft nehmen. Also wenn man mal weg will vom Strand und rein in das Getummel hier, dann kann man sich hier auch eine Unterkunft auf Phuket nehmen. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Christina und Reggie. Seit 2 Jahren sind wir auf Weltreise. Von Zentral- und Südamerika ging es über Asien mit unserem Work-and-Travel-Visum nach Australien. Nach unserem Roadtrip an der Ostküste hat es uns wieder Backpack nach Asien verschlagen. Und wenn du dich für mehr solchen Reisecontent interessierst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. Es würde uns sehr freuen, sehr unterstützen. Und weiter geht's im Video. Also den Laden können wir euch hier wirklich empfehlen. Wir sind hier in Patong. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich blende dir den hier unten ein. Wir hatten eine Bombenaussicht. Wir haben super leckeres Essen genossen. Natürlich ein bisschen teurer als auf der Straße, aber es lohnt sich. Weil den Sonnenuntergang hier zu gucken, kann ich dir zu 100% empfehlen. Willkommen, sag du. Leute, das ist das, was man von Phuket kennt. Willkommen am Patong Beach an der Hauptstraße. Und hier findest du alles, was du dir vorstellen kannst. Wir sind jetzt gerade auch zum ersten Mal hier. Die meisten Leute denken, das ist alles, worum es in Phuket geht. Aber wir haben es ja schon eingangs gesagt, diese Insel bietet so viel mehr. Und jetzt geben wir uns das hier mal, weil aus unserer Sicht macht auch mal Spaß. Gehört auch das dazu. Ja. Absolute Reizüberflutung. Also es ist super lustig, macht Spaß, hier rüber zu laufen. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, das ist zivilisiert asozial, auf eine gute Art und Weise. Ja, also ich habe es noch krasser erwartet tatsächlich. Also, natürlich sind hier überall leicht bekleidete Frauen. Ja. Und komischerweise fragen wir uns alle 10 Minuten, ob wir Ping-Pong spielen wollen, aber hier laufen auch ganz normale Leute rum. Hier einfach. Jeder wo. Ja, also für das Spektakel. Von jung bis alt, alle. Jeder will mal drüber laufen, will mal ein paar Aufnahmen machen, will Fotos schießen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn es hier später wird, sind hier schon krasse Partys. Also, wenn du hier bist, gib dir das. Ja, es ist ein Erlebnis. Macht Spaß. Auch wenn man schöne Sachen auf Phuket erleben kann, kann es einem auch so gehen. Wir haben gestern Abend einfach was Falsches gegessen und ja, Lebensmittelvergiftung. Ich werde jetzt hier wieder aufgepäppelt mit einem Tropf und mir wird es gleich auch wieder besser gehen. Aber ich hatte echt eine scheiß Nacht und ja, musste mich übergeben, habe Durchfall, bin einfach schlapp. Deswegen. Ja, das kann halt auch auf so einer Reise passieren. Aber an dieser Stelle wollen wir dich einfach nur dafür sensibilisieren. Wenn du im Ausland bist, geht's ganz schnell. Rollerunfall, was Falsches gegessen, wie auch immer, dass du ärztliche Versorgung brauchst. Und dafür solltest du dich gut versichern. Egal wie lange deine Reise ist, 2 Wochen, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, spielt keine Rolle. Schaff dir eine gescheite Versicherung an. Wir sind seit über 2 Jahren bei einer Versicherung. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen bis jetzt gemacht. Recherchiere selber im Internet, guck selber nach. Wir können dir das nur ans Herz legen, weil wir sind jetzt seit 25 Monaten unterwegs und bis jetzt zum Glück nicht so große Probleme gehabt. Wir hatten unsere Unterkunft am Kamala Beach und können dir diese Gegend sehr empfehlen, weil es super viel Angebot gibt. Jede Menge Supermärkte, Restaurants, Rollerverleiher und auch ein Night Market. Hier findest du alles, was du für deinen Phuket-Urlaub brauchst. Auch der Strand hier ist sehenswert und hervorragend zum Schwimmen. Wir hatten ein sehr geräumiges Zimmer mit allem, was man benötigt. Es war super preiswert und sehr sauber. Also wie gesagt, wir sind super happy mit dem Zimmer. Eine gute Lage hier mitten in Phuket.
komplett und können es dir sehr empfehlen. Wenn du dich für diese Unterkunft interessierst, dann buch gerne über unseren Link. Für dich bleibt alles gleich und wir kriegen eine kleine Provision, eine kleine Unterstützung von dir. Unser Fazit zu Phuket. Phuket hat uns völlig überrascht. Diese Insel hat so viel mehr zu bieten und sollte bei deiner nächsten Thailand-Reise auf keinen Fall fehlen. Die beste Reisezeit für Phuket ist zwischen Dezember und März. Wir waren im April dort und hatten auch Bombenwetter. Wenn du das Video bis zum Ende geschaut hast, dann abonniere unbedingt den Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!